Allmählich wird es dunkel und schon bald ist es finstere Nacht. Als du eine geeignete Feuerstelle gefunden hast, lässt du dich nieder. Holz gibt es hier schon genug, doch womit soll ich Feuer machen? Wie als Antwort auf deine lautgestellte Frage taucht aus dem Nichts ein Stück Kohle auf. Magische Kohle. Wenn ich mir damit den linken Zeigefinger einreibe, ob ich dann einen Feuerzauber darauf erhalte? Du reibst ein wenig davon auf deinen linken Zeigefinger. Erwartungsvoll und aufgeregt richtest du deinen linken Zeigefinger auf die Feuerstelle und denkst an Feuer. In dem Moment spürst du eine glühende Hitze durch deinen linken Zeigefinger strömen. Doch es ist eine angenehme, energiereiche Hitze. Und dann mit einem Mal schießt mit einem zischenden Geräusch ein lodernder Flammenstrahl aus deinem Zeigefinger und die Feuerstelle fängt augenblicklich an zu brennen. Wow, denkst du dir. Das Feuer brennt jetzt sehr stark, warm und angenehm. Der vierte Fingerzauber ist der Feuerzauber des linken Zeigefingers. Du setzt dich hin und schaust in die Flammen. Doch was ist das für ein Geräusch? Du schaust lauschend in den Norden. Von dort, ganz klar aus dem Norden, kommt eindeutig das Geräusch eines galoppierenden Pferdes. Du richtest dich auf und blickst mit zusammengekniffenen Augen nach Norden. Ein Reiter nähert sich. Als er näher kommt, siehst du, dass er eine funkelnde Rüstung trägt, die den Schein des Feuers reflektiert. Es ist nicht irgendein Reiter. Es handelt sich um einen stattlichen Ritter in voller Rüstung. Ich suche Fuska Fingerfix. Dann ist die Suche beendet. Ich bin Fuska. Ich habe ein Geschenk für euch vom König. Dafür, dass ihr das Land von dem Grauen des Drachens befreit habt. Kommt her und streckt euren linken Zeigefinger aus. Gespannt, was nun kommt, gehst du auf den Ritter im Norden zu und streckst ihm deinen linken Zeigefinger entgegen. Da greift der Ritter in seine Satteltasche und holt eine kleine silberne Scheibe heraus, mit einem Loch in der Mitte, das genauso groß ist, dass dein linker Zeigefinger hindurchpasst. Hierauf befinden sich alle 10 Fingerzauber. Wir nennen sie das Rittersystem. Daraufhin steckt er dir die Scheibe auf deinen linken Zeigefinger. Sie legt sich fest wie ein Ring um deinen Zeigefinger. Dies sind mächtige Zauber. Nutzet sie gut und oft. Eine ruhevolle Nacht wünsche ich euch. Diese Fotos geben Ihnen einen Eindruck davon, wie kurzweilig das Tastschreiben mit einem multisensorischen System gestaltet wird. Das Tippen, ohne auf die Tasten zu schauen, kann mit vielen Materialien bewiesen werden. Das Aufkleben der Bilder bringt allen Altersgruppen Spaß. Wer hätte gedacht, dass man Tastschreiben sogar unter freiem Himmel lernen kann? Erwachsene und Jugendliche haben viel Spaß an unserem Lernkonzept. Die Motivation, das Erlernte einzusetzen und zu perfektionieren, ist hoch. Munter gestalteter Unterricht erreicht eben alle Teilnehmer und das Lernen wird ein Erlebnis, an das sich während des Trainings gerne erinnert wird. Das hilft, durchzuhalten, bis das Tippen eine lebenslange Kompetenz geworden ist. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Wenn Sie mit unserem Lernsystem das Tastschreiben vermitteln wollen, besuchen Sie bitte ein Ausbilderseminar. Wenn Sie mit unserem spannenden Lernsystem das Tastschreiben erstmalig erlernen wollen, kommen Sie in unsere 10-Finger-Kurse. Wir freuen uns auf Sie. Vielleicht hören wir uns bald wieder, womöglich in Tastatura. Bis dahin, machen Sie es gut!